kleines Stück zu mir noch. Ja, jetzt aber. Ja. Und wollen? Weinrose, guck sie dir an, guck dir mal diesen Arsch an, das ist ja nur... Freunde der gepflegten Familienunterhaltung an diesem Montag, den 23. September und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 39. Beim letzten Mal habe ich fälschlicherweise 37 gesagt, aber war es schon 38, jetzt ist es aber 39. Ich befinde mich in unserem Jersey-Stall. Im Hintergrund ist es leider jetzt schon relativ laut und unruhig, weil ich einmal durch den Stall laufen musste, um die Futterschubse zu bergen. Die hatte sich nämlich festgefahren. Eigentlich wollte ich euch jetzt die sehr beeindruckenden Bilder zeigen, was das Tirsana, was wir hier letzte Woche eingesetzt haben, gebracht hat. Die Kühe sind nämlich total süchtig danach. Wir haben uns da richtige Junkies rangezüchtet. Ich greife mir jetzt mal meine Gießkanne. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das gleich im Stall aussieht. Ein bisschen was geben wir mal hier vorne vor. Und die nämlich schon mal ein bisschen was kriegen und sie fangen. So, guckt euch das mal an hier. Und jetzt kommen nämlich auch die etwas verschlafeneren Kühe noch in die Gänge da hinten. Ihr hattet natürlich recht mit dem, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Eine normale Standard-Gießkanne hat 10 Liter. Steht sogar drauf. Ich habe behauptet 15. Es sind nur in Anführungsstrichen 10 und deswegen geben wir jetzt 2 Gießkannen zweimal am Tag. Also morgens 2, abends 2. Und das Ganze hat für mich den Vorteil, dass ich total easy die Liegeboxen sauber machen kann, weil die Kühe ja alle weg sind. So, noch einmal aufhören hier. So, Mädchen, stehst du mal auf? Oh, da war aber Glück, dass hier nicht gut durchgegangen ist. Komm, aufstehen. Wir haben hier ein paar Kühe, die bekommen jetzt Energiebolis eingegeben. Die geben zu viel Milch bzw. fressen für ihre Milchleistung zu wenig. Und das haben wir jetzt gemerkt, auch durch die Blauzunge, dass das die ersten Kühe sind, die es am härtesten erwischt. Also sind wir richtig krank. Aber viel Energie scheint relativ gut gegen anzusteuern. Das werde ich euch gleich mal im Stallbüro zeigen, wie sich die Milchleistung entwickelt hat, seit wir das Zeug da reinkippen. Das ist schon relativ beeindruckend. So, wie ist das Futter so sitzen wir? So, da steht jetzt noch einer auf.
Ein paar warten noch einen Augenblick. Da kommt noch eine hoch. Also bis ich jetzt gleich da hinten bin mit meiner Schaufel zum Liegeboxen kratzen, dürften die meisten Kühe da hinten tatsächlich weg sein. Ja, schönes Bild, ne? Wenn sie alle so schön stehen zu fressen. Das macht man gerne, Leute. Ich gehe jetzt noch schnell Scheiße kratzen und dann sehen wir uns gleich im Stallbüro wieder. So, das ist jetzt die Grafik, die ich euch zeigen wollte. Hier könnt ihr sehen, die blaue Linie, wenn wir jetzt noch zwei Tage weiter zurückgingen, was ich hier jetzt leider nicht finde, dann hätte man sehen können, dass sie noch weiter unten war. Und hier könnt ihr jetzt sehen, wie die sich langsam wieder hocharbeitet. Wir waren bei 16,8 Liter und jetzt sind wir wieder bei 18,6. Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, finde ich zumindest. Jetzt muss man natürlich auch immer im Kopf behalten, dass Jerseys ohnehin weniger Milch geben als Holsteins. Holsteinzüchter, wenn die solche Milchleistungen sehen, die schlagen ja die Hände über den Kopf zusammen. Aber wie gesagt, Jerseys haben ohnehin weniger Milch. Na komm. Ist halt auch deutlich weniger Kuh, ne? Das darf man ja nie vergessen. Also so eine kleine Kuh kriegst du halt auch nicht die Mengen an Futter. Wobei die Jersey vom Verhältnis her zu ihrer Körpergröße mehr Futter frisst als eine Schwarzbunde. Wenn man es in Relation setzen würde. Mädels, komm, ab die Post. Ihr wartet auf noch eine Gießkanne da hinten, wa? Die, die ich hier jetzt lose gemacht habe und zurücklasse in die Herde, die haben jetzt ihren Energieboli gekriegt. Kann man so ein bisschen sehen, das sind alles sehr schlanke Damen. Im Vergleich zu ihr hier zum Beispiel. Damit die wieder auf Leistung kommen. Ja, das ist schon krass, wenn man sieht, wie die Tiere leiden unter dieser Scheißkrankheit und wie wenig man da machen kann. Das ist echt ganz schön bitter. Man hört eben auch von Betrieben, die 8 bis 10 Liter Milch verloren haben. Bei uns waren es hier bei den Jerseys ja, ungefähr 2 und bei den Schwarzbunden 3 bis 4 ungefähr. Aber jetzt, seit wir Energie zugeben und da wirklich Schmerzmittel geben, sobald wir irgendwas sehen, hat sich das auch schon deutlich entspannt wieder. Aber das ist schon echt krass. Moin und herzlich willkommen zu Thomas' täglichen Wahnsinn. Heute Oma ohne Thomas, dafür mit mir. Und da vorne fährt Christian, kann man wahrscheinlich gar nicht erkennen. Wir haben auch vor kurzem unseren, vor länger her ja schon unseren Schmaltenmixer gebaut. Und den wollen wir jetzt mal testen. Mal gucken, ob das was wird. Wir sind gespannt. So, ich bin jetzt mal reingefahren in den Stall. Die ersten Spalten haben wir schon mal aufgerührt oder unter den ersten Spalten. Das ging bis jetzt ganz gut. Das Handling ist eigentlich auch ganz okay so. Ich habe nur festgestellt, der Kleine hier ist bald ein bisschen schwach auf der Brust. Aber es geht. Wir brauchen ja auch nicht so die hohe Drehzahl. Wichtig ist ja, dass alles gut aufgerührt wird. Und das sieht bis jetzt tatsächlich sehr gut aus. Da weiß ich, Kevin oder Christian, einer von beiden, baut jetzt gleich den Güllewagen an. Und dann wollen wir parallel hier schon mal 1, 2, 3 Puder raussaugen. Und oh, ich werde so lange weiter aufhören. Ne? Wir machen jetzt mal jede zweite breite Spalte, wo wir zwischenpassen. Und dann wird da bestimmt gerührt. Dann schauen wir mal, ob das so reicht, wenn wir jetzt aktuell mittig arbeiten. Oder ob wir einmal rechts und einmal links rühren müssen. Das schauen wir dann mal, was da nachher am besten funktioniert. So, jetzt bin ich das nochmal, schon mal raus aus dem Stall. Unsere nächste Ladung Biertreber wird gerade von unserem Lohnernehmer geliefert. Kommt aus der Flensburger Brauerei, der Biertreber. Und der kommt dann mit bei uns
bei den Masttieren mit in die Kreation rein. Wir haben hier die letzten Male haben wir immer den quasi einen Tag liegen lassen, aufgeschoben dann nochmal und dann auch ziemlich direkt angefangen zu verfüttern. Jetzt wollen wir aber mal was anderes ausprobieren, denn so wie wir es bis jetzt gemacht haben, da hatten wir ja so das Problem, dass sich das Futter so schnell erwärmt hat, weil der Biertreber halt auch noch so warm ist. Und jetzt wollen wir da ein, ich weiß jetzt nicht, wie das Mittel heißt, da müsst ihr nochmal nachgucken oder Thomas guckt da vielleicht nochmal nach und sagt euch das nochmal. Da soll noch so ein Mittel mit eingemischt werden und dann wird er 4 Wochen abgedeckt und dann bleibt er auch die 4 Wochen zu und werden wir den erst dann verfüttern. So, das testen wir jetzt mal, das klappt, sehen wir denn. Das andere war jedenfalls nicht so schön. Jo. Eine richtig eklige Pampe. Ja, das ist jetzt auch, weiß gar nicht, der dritte, vierte LKW, den wir jetzt kriegen. Aber sind wir noch so ein bisschen am Erfahrung sammeln, was Lagerung angeht. Ja. Mal sehen, das läuft richtig auseinander hier der Haufen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, wie das dampft. Das ist auf jeden Fall noch ordentlich warm, das ist frisch aus der Brauerei. Das ist noch richtig, richtig warm und auch nass. Deswegen lässt man jetzt das einen Tag liegen, damit das noch ein bisschen aussaften kann. Und so vom Geruch her, das riecht so ein bisschen wie so ein Brotteig oder sowas. Weich. Auf jeden Fall hat noch ordentlich Temperatur, das Zeug. Erstmal. Moin zu Thomas Tickling Wahnsinn. Heute ohne Thomas dafür und meiner Wenigkeit wieder. Heute ist also auf jeden Fall 9.18 Uhr. Augenblick. Ja, Lenken auf Handy gucken. Dienstag, der 24. September. Nur mit der Scheibenwecke wieder los. Ich habe gestern noch Zwischenfrucht gedreht. Ja, ich habe jetzt noch ein Stück nach. Aber das müssen wir einmal tellern erst. Das war dann immer zu nass. Ja, da wollen wir jetzt heute ein bisschen rein. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Dann nehme ich euch mit. Also wir sind im Speer. Da bin ich wieder. So, wir haben schon angefangen. Das ganz recht, das kann man jetzt auf der Kamera nicht erkennen. Das habe ich denn schon mal gemacht. Ja, man sieht ja hier da den grünen Placken. Und unten in der Senke ist es auch relativ weich. Ja. Ich nehme das mit, was ich kriegen kann und dann bleiben da eben, ich glaube, zwei kleine Löcher bleiben gleich über. Da drehe ich nachher mit der Zwischenfrucht zu dicht dran, wie geht und das ist gut. Genau. Und sonst im Großen und Ganzen. Jetzt tatsächlich.
Das war letztes Mal tatsächlich schwieriger. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich euch hier groß zeigen soll. Schaltberge kennt ihr ja auch schon. Großer Träger. Wir haben noch vorne 800 Kilo in der vorne Hydraulik hängen. Das war, weil wir letztens den Kober dran hatten. Und er dann doch ein bisschen mehr kann. Den haben wir jetzt auch einfach drinnen gelassen. Aber die nächste Reise, aber dann. Schadet ja nicht unbedingt. Genau. Hier ist jetzt so eine Senke. Konnte ich da eben durchfahren. Da drüben ist aber ein bisschen sehr quackelig. Da habe ich dann da aufgehört. Einfach weil ich keinen Bock habe, dass ich hier irgendwo rausgezogen werden muss. So. Im Endeffekt bringt uns das eh nichts, wenn ich da jetzt durch bin mit der schweren Scheibenbecke. Ich kann ja mal gucken, ob ich mit der Drille so darüber fahren kann. Das werde ich dann mal probieren. Wenn ich da jetzt mal mit der Scheibenbecke durchfühle, dann da sind ja Spuren drin und dann brauche ich dann ja gar nicht anfahren. Mit daher gucke ich das überhaupt. Hier ist auch so ein sehr, sehr undankbare Stelle. Die Stadt, denn immer das Wasser so doll. Da haben sie die Verrohrung neu gemacht. Letztes Jahr, dieses Jahr. Genau. So, hier sieht man ja, könnte eine feuchte Stelle sein. Da wollen wir natürlich am besten so gut wie möglich drumherum. Problem ist, dass das hier auch so grün ist. Und das schiebt dann immer relativ fix vor der Scheibenbecke. Das ist dann so ein bisschen wirklich nervig, tatsächlich. Genau. So, jetzt mache ich hier vorne mal das Vorgewende schnell fertig. Und dann versuche ich da nochmal die letzten beiden Streifen hinten wegzutellern. Oben das Vorgewende und dann kommen wir mit der Drille wieder. Und dann sehen wir uns auch wieder. Moin. Acker ist schwarz. Da sind jetzt, das kann man von hier natürlich nicht sehen, aber da sind drei kleine Löcher, die habe ich jetzt ausgelassen. Weil da halt Spuren sind und Wasser steht. Und ja. Genau. So, es ist jetzt 20 nach 10 und ich fahre jetzt einmal los und hole die Drille. Moin. Ja. Träger getauscht, Drille jetzt bei. Vorne über GPS. Und nicht über Spurreißer. Einfacher. Ja. Und ich habe jetzt die Zwischenfrucht drinne. Die, ich glaube, 26 Arten. 27, ich glaube 26, 25, sind hier gerade. Genau, ich habe gestern ja schon ein bisschen was gedrillt. 34 Kilo auf dem Hektar drehen wir jetzt gerade aus davon. Ja. Das läuft auch relativ gut. Da unten sind noch so ein bisschen, unten in diesen Senken ist es noch ein bisschen grüner, dass wir das letzte Mal getellert haben. Da bin ich jetzt kein zweites Mal rüber. Aber das kriegt die Kreislecke auch schier. Man sieht, es staubt auch. Relativ gut sogar. Ja. Und der Regen soll, glaube ich, also der richtige Regen soll, glaube ich, erst morgen kommen. Lass uns mal überraschen, würde ich sagen. Ja. In dem Sinne, später. Hallo. Die Tür auf. Klimaanlage geht hier nicht. Keine Ahnung, am Vormittag hat sie funktioniert. Jetzt funktioniert sie nicht mehr. Vielleicht auch gar nicht so schlimm, hat mir hier einen aufgesagt. Naja. Ja. Das Drillen neigt sich dem Ende. Dann kann man die zwei nassen Löcher sehen, die ich jetzt ausgelassen habe. Und vor mir ist auch noch ein so ein Loch. Ich habe jetzt hier noch eingefahren. Und dann glaube ich da vorne noch zwei Bahnen. Muss dann mal gucken am GPS, weiß ich gar nicht so genau. Und dann habe ich das hier tatsächlich. Achso, und oben das Vorgewende jetzt. Auf dem anderen Ende habe ich das schon. Genau. Ein bisschen aus einfach mal. Ich würde Reihe 5 annehmen. Dann sind wir erstmal gerade vor, was Brillen angeht. Zwischenfrucht ist dann erstmal soweit.
Flächen, die frei sind und wo die Flächen, die frei sind und wo 12 drin rein sollte, sind nicht drin. Da sehen wir Gras. Da sind wir dann auch erstmal gerade vor Heide. Jetzt wird das aber hier doch nochmal quatschig. Kein Problem. Ich rede sich der T6 jetzt schon eingeschissen gerade. Ja, nee, wie gesagt. Hier habe ich sogar noch bis zum Knick an sich gerade tatsächlich. Ich hätte den bis zu dem nassen Loch scheinbar nur. Ja. Aber auch das kriegen wir noch schnell fertig. Wie gesagt, Vorgewende danach und dann bin ich auch fertig und dann soll ich Arne einmal helfen. Der soll irgendwas. Wobala. Irgendwas noch in seinem Biertreber einmischen. Was genau und wieso, weshalb, warum? Später. Fertig. Sollen wir mal in den Saattank reingucken, was da noch so drin ist. Ist so was bin. Passt. So. Ab zum Hof. Oh. Ich denke mal die Drillmaschine einmal abbauen und dann mal Arne helfen schnell mal. Und dann gucken wir mal. Oh Mann. Zack, fertig. So, Abfahrt. Hallo. So. Der Biertreber. Dann ist Arne. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier was von Schaumann. Das ist ein Konservierungsmittel auf der Basis von, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, deshalb lassen wir das einfach. Verhindert die Entwicklung von Schimmelpilzen und Bakterien in Futtermischung oder in feuchten Getreide. Genau, das muss da jetzt irgendwie mit rein. Thomas' Idee war mit der Gießkanne. Ich persönlich finde diese Idee nicht so gut, aber wir probieren es trotzdem mal. Schülerjobber. Frage mich jetzt nicht nach dem Namen. Keine Ahnung. Ja, so. Ich glaube, ich warte mal auf Arne, weil das ist ja hier eigentlich quasi Arnes Projekt. Wo ich ihn unterstützen sollte. Ich kann ja schon mal die Gießkanne voll machen und schon mal drum herumlaufen. Dass Arne seinen Wagen leer hat. Ja, in dem Sinne, bis gleich. Zeichen. Hallo. Was da drauf? Ja, das müssen die drauf machen, Arne. Das kann man mit Sicherheit auch trinken. Bestimmt. Ja, wenn das so giftig wäre, würde das Sache nicht in der Ration landen. Na, was riecht das? Keine Ahnung. Ach so. Ich kann es nicht riechen, ich habe dichte Nase. Ich rieche den Biertreber, den rieche ich tatsächlich doch. Das ist aber aktuell das Einzige, was ich auch rieche. Okay, gut. Ich habe schon mal grob erklärt, was wir machen. Ja, ist doch schön. Sollen wir uns im Vorfeld schon bei der Arbeitssicherheit entschuldigen, oder? Nein. Der war noch nicht ganz voll. Du sollst das Ding auch noch irgendwie... Du bist ein Mann im gehobeneren Alter. Das sind 10 Kilo, Arne. Ich hab dich auch gern. Also nicht. So, dann zeig mal, was du kannst, Arne. Hier machst Sachen mit, du. Mach, mach, mach. Ich hätte ja so ein bisschen auf Breitverteiler gemacht, so. Genau. Oh, yeah. Ja. Warum machst du das denn nicht? Ja, weil ich die Kamera halt. Nee, das ist quasi dein Ding hier. Ich habe schon gesagt, ich unterstütze dich dabei. Also kannst ja eigentlich auch durchlaufen, oder nicht? Das ist doch quasi, da kann man drüber laufen, Arne. Ja, lauf doch mal drüber. Nee, nee.
bin schon erkältet. Christian hat das gestern probiert. Und? Er sagt, es schmeckt gar nicht so geil. Hier ist besser. Aber da hatte ich die Kamera leider schon aus. Eieieiei. Ich glaube, das ist was in der Gruppe. Möglich. Nee, ist es tatsächlich gar nicht. Wenn du öfters mal die Gießkanne schwingst, du. So ganz locker aus dem Handgelenk, du. Kannst mal sehen, du. Oh, ich glaube, jetzt riecht das Zeug durch. Kann das sein? Oh. Ach, doch, ich riech das bis hier. Ich riech das bis hier. Das brennt in den Augen gerade irgendwie. Oh. Ich dachte, meine Nase wird dicht, aber die ist noch gar nicht dicht, glaube ich. Hier mal durch die Nase ziehen. Nee, ich konnte das gerade schon riechen. Das roch auf einmal nicht mehr nach Biertreber. Vielleicht ist das doch nicht ganz so gesund. Ja, aber schädlich kann es ja auch nicht sein, sonst würde es ja nicht in die Tiere gehen, oder? Denke auch nicht. Ich stelle die anderen Kanister schon mal die Schaufel. Ja, das riecht schon ordentlich säuerig. Das ist schon. Ja. Kleiner Rest noch drin im Kanister, oder? Kleinen Schluck noch, den kippe ich jetzt hier aus, oben noch rein. Ja. Arno heute ohne Maurer-Dekolleté. Oh. Ach, das war der Ring? Da greife ich nicht mehr. Ja, viel Schlimmeres. So. Und ihr dürft das Ganze jetzt mitverfolgen. Ich vermute mal einfach, auf die Knie gehen. Aus dieser Perspektive. Das ist der Moment, wo Thomas jetzt mal Zeitraffer und Musik anmachen könnte. Und vielleicht mal ordentliche Musik und nicht eine andere Reifen aussehen werden, die jetzt aber auch in den nächsten
paar Wochen, Tagen kommen, wa? Ah, ich glaube, bis zum Service halten wir den nicht mehr. Nee. Kann losgehen? Ja, ja. Steiler, du! Das will ich nicht sehen! Das riecht so ein bisschen nach Ameisensäure oder so. Ich hatte eher dieses Essig oder sowas. Ja, aber Essig, Ameisensäure. Essig, keine Ahnung, Gedöns.
Aber boah, das riecht richtig doll jetzt. Wer weiß, dass ich auf jeden Fall gleich die Hände war. Das ist aber jetzt schon. Ja, dann reicht das rüber, hol die Folie. Ja. Andrücken. Boah. Du fährst mit dem kleinen rüber, oder? Ja, ich nehme den kleinen mit. Palettengabel ja eh dran. Ja, wir sind gespannt, ob das was bringt oder nicht. Das sehen wir in 3 bis 4 Wochen. Arne schiebt den Haufen jetzt auf und drückt ihn mit der Schaufel an. Ich fahre los nach Ochsen und hol die Folie und dann decken wir den mal ab. So. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr davon noch was erleben. Vielleicht müssen wir einen neuen Akku erstmal holen. Wir schauen mal. Kleine Planänderung, eigentlich wollte ich ja Folie holen und Arne wollte in der Zwischenzeit ja hier mal eben schon mal aufschieben, festdrücken. Aber da ist was dazwischen gekommen und das ist ungefähr so groß, so breit wie ein Lauch. Der Wiemer. Ja. Er braucht den Weidemann. Tja, für was Wichtigeres, ne? Nichts, nix. Dann Abfahrt. Ja. Du hast einen Arsch. Könnt ihr darauf wetten, dass du unterwegs was verlierst? Aua! Da qualmen wir jetzt schon. Ja, Arne steht auf. Ich hole einen neuen Akku, damit ihr noch ein bisschen was miterleben könnt heute. Hello! Wir haben wieder einen vollen Akku. So. Folie ist geholt, Folie ist zurechtgeschnitten, GoPro ist gleich aufgestellt. Da ist ja oben auch Funkmüll drauf. Ich kann keine Rübersicht. Hab ich auch gerade gedacht. Ta 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 ta. Problem ist, ich kann nicht sehen. Doch so. Thomas, Musik, bitte. Ordentliche Musik. Und Zeitraffer. Nicht unmöglich. Nur noch bis zu mir? Ja. Gut. Noch ein Stück zu mir? Ja. Oh? Ja. Ich gesagt, Sandsäcke erstmal raus. Einmal Sandsäcke rundherum? Ja, bis hier vorne, dann können wir hinten ja gleich aufwickeln, dass hier das nicht wegfliegt.
So, wir sind fertig. Haufen ist dicht. Genau. Das ist jetzt ja für Vlog 39. Das Ergebnis müsstet ihr dann ja rein theoretisch in Vlog 43 sehen. Wenn du das sagst. 4 Wochen weiter. Ja, ach ja, schon 4 Wochen ist gesagt. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Wie ich gestern ja schon sagte, die letzten Male haben wir immer einen Tag gewartet, aufgeschoben und dann zugemacht und auch direkt gefüttert. Ja, nun wollen wir das mal so testen. Ja, machen wir. Lass das. Das darf man nicht. Kannst auch dich selber nein, machen. Nein. Nicht dran. Mach ich ja gar nicht. Das sind Nahaufnahmen. Ach so. Und auch quer. Ja, ja. Ja, in dem Sinne, tschüss. Moin, so Thomas Technik Wahnsinn, ohne Thomas dafür mit meiner Wenigkeit und Christian. Wir sind am Güllemixen in Nordstrom. Hier war der Kanal relativ voll und wir haben mal unseren KM 1000, Kacke-Mixer 1000 nenne ich ihn jetzt einfach mal, in Gang. Teilweise richtig dicker Kram, wenn man mal ganz unten mixt. Christian sagt gerade eben, dass das kaum in Gang geht. So. Wir haben jetzt oben an der Welle haben wir eine Schraube angeschweißt, damit man sehen kann, wie das Paddel steht. Problem ist, dass man das vom Sitz aus nicht sehen kann. Ne, ein Stück zurück. Jo. Kleines Stück zu mir noch. Ja, jetzt aber. Ja. Problem ist, dass wir hier vorne relativ schmale Spalten haben. Unser Paddel ist 70 und hier vorne die Ritzen sind hier irgendwie nur 60. Jetzt habe ich gerade wahrscheinlich einen Flex geholt. Und jetzt machen wir unser Paddel ein bisschen passender hier für die Spalten hier vorne, dass wir hier auch mixen können. So der Plan, sag ich mal. Ich muss erstmal Thomas seine Schaufel sauber machen, weil wir haben die Jerseys umgeschmissen. Nicht so lecker. Da bin ich wieder. So, wir sind jetzt da drüben am Mixen. Ich habe gerade mal den Behälter nochmal aufgerissen. Wenn man das sehen kann in der Kamera. Ich glaube, die GoPro braucht jetzt mal eine Kamera. Eine Kamera. Licht. Also das zieht. Sieht doch gut. Aber irgendwie. Ah, doch, jetzt. Jetzt zackt das da hinten. Wir haben nämlich reingepumpt und hinten ging das über die Spalten, nämlich die Gülle. Aber scheinbar hat Christian jetzt, glaube ich, den richtigen Punkt gerade erwischt, wo die hartnäckige Verstopfung saß. Ein kleines bisschen Unwucht das Ganze, die Welle ist ein bisschen krumm, aber das ist nicht schlimm. Und jetzt auf beiden Seiten vom Paddel 5 cm abgeschnitten, also 10 cm kleiner geworden. Das war nämlich 70 und der Spaltmaß da ist nämlich 60. Jetzt passt er da genau rein. Läuft. Sieht gar nicht schlecht aus. Von drüben vom Fußstall den Schäfer mit. Der ist ja ein bisschen kleiner, dementsprechend noch ein bisschen leichter. Ist dann irgendwie mal angenehmer für die Spalten. Genau. Mal rüber auf die andere Seite. Genau, hier ist gerade eben die Gülle hochgekommen überall, weil da draußen ist die Güllepumpe. Die hat eine Spülleitung, die geht hier hin. Hier ist eine Wand. Irgendwo. Hier ist die Gülle ziemlich tief. Hier. Hier ist eine Wand.
Da kommt die Spülleitung an, geht hier rein und drückt die Gülle dann quasi einmal im ganzen Kuhstall, einmal im Kreis. Und ja, hier lief die Gülle irgendwie nicht weg gerade eben. Dementsprechend haben wir da vorne den Mixer jetzt und arbeiten uns jetzt hierher. Und hoffen, dass es gleich gelöst wird. Aber es ist ja schon besser als vorher, weil es ist ja unter den Spalten. Und ich kann euch mal zeigen. Entschuldigung. Oh Gott. Das wird wirklich lustig. Kann man das hier sehen? Ich glaube, da muss ich nochmal mein Handy rausholen. Ja. Ne, hier kann man es sehen. Das fließt, würde ich sagen. So, das geht jetzt quasi bis zum Ende vom Kuhstall. Hinten einmal Bogen und geht an den mittleren Schacht oder mittleren Kanal wieder zurück. Genau. So der Norden. Das läuft hier drüben auch. Das wollte ich euch gerade eben ja zeigen. Habe ich versucht. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Aber wenn ich hier reingucke, ich kann es sehen. Und das gleiche belüht uns drüben auf der anderen Seite auch nochmal. Der Kanal drüben geht auch. Spülleitung von da vorne in die Richtung bis zum Ende vom Stall und dann vor der Tisch durch und auch hier am mittleren Kanal zurück. Problem ist bloß, dass von dieser Wand bis nach vorne sind das zwei Kanäle. Das ist nur ein bisschen kacke. Da hinten ist alles, ist das ein Kanal quasi. Ist ein bisschen einfacher. Aber die beiden Kanäle hier in Gang zu kriegen, ist auch nur so ein Maßkram. Aber ja, wir haben schon gesagt, wir müssen das den Lehrlingen jetzt mal zeigen. Notwendig. Damit wenn die hier vormittags immer, einer von denen ist ja immer vormittags hier, dass die Güllepumpe selber anschalten und den Kreis spülen. Wenn man das einmal die Woche macht, dann haben wir damit auch keinen Ärger mehr. Genau. Oder was sagst du dazu? Ja, war die nicht dreckig. Hallo? Hallo? Ja, geben Sie dir für später. So, den Gang haben wir alles. Christian Mix jetzt nochmal da vorne, nochmal so tief wie er kommt. Weil am Boden sind so viele Ablagerungen. Und kriegen teilweise den Mixer, wenn wir den ganz unten hatten, nicht in Gang. Ja. So, Spülen haben wir jetzt auch erstmal ausgeschaltet und pumpen erstmal nur in den Behälter, damit wir hier ein bisschen Luft kriegen im Stall. Aber die Gülle zieht. Also die geht in die richtige Richtung. Ja. Gleich mal Lader waschen hier. Und dann können wir hier raus. Das sieht tatsächlich echt gut aus. Wir hatten sonst vorher mal so einen kleinen elektrischen Mixer. Den hat leider aber das zeitliche gesegnet. Leider. Aber mal kacke, mit Kabel hier längs legen und das hier ist schon wesentlich angenehmer. Fährst die Spalten längs, machst den runter, Druck auf den Kram und dann das ist schon angenehmer. Körperlich leichter.
ich denke mal, das war's von uns für heute und in dem Sinne, bis morgen. Es ist Donnerstag, der 26. September. Hier ist was los. Ha, alter Schwede. Da hinten ist der Gülle-LKW von unserem Lohner. Der fährt die Biogasanlage leer. Die wird ja ab Montag ausgebaggert. Und da ist Kevin. Und hinter Kevin ein Auto vom Norddeutschen Rundfunk. Mit vielen Getränkeflaschen. Die haben aber jetzt nichts mit unserer Geschichte hier zu tun. Wir naschen aber gerne Hasenbrot. Und wer das echte? Ja. Und hier wird ein Feld eingezeichnet. Und zwar für unser Kuhfladenroulette. Für das Kuhfladenroulette der Enjoy Morning Show, die morgen hier live gesendet werden soll. Du musst das Auto, glaube ich, gleich noch aus dem Carport fahren, Kevin. Warum? Weil da nachher ein großer Ü-Wagen stehen soll, quer vom Carport. Und dann kriegen wir das Ding dann nicht mehr raus. Ich habe das Auto von meinen Eltern ja auch schon weggefahren. Wir haben hier jetzt ein Feld eingezeichnet. 10 mal 14 Meter. Und hier kommen dann nachher 5 mal 7 Spielfelder zu 2 mal 2 Meter hin. Wilma hat nichts mit unserem Spiel zu tun nachher, sondern Weinrose, die habe ich euch ja neulich schon mal über Social Media habe ich dir vorgestellt diese Woche einmal. Die steht da hinten im Fangwagen. Die wird jetzt bis morgen hier so ein bisschen hin und her tingeln und den Rasen kurz halten und ab morgen früh um 6 dann hier aufs Spielfeld laufen. Und da, wo Weinrose dann ihren Haufen hinsetzt, derjenige, der auf das Feld gesetzt hat, der gewinnt ein Ferienhaus für eine Woche, glaube ich. Total irre. Und irgendwie auch hammerwitzig. Deswegen haben wir gesagt, als die Anfrage kam, das ist eine Spielidee oder eine Showidee genau nach unserem Geschmack, wo wir richtig Bock drauf haben. Und jetzt sind wir gespannt, was das hier werden soll, oder Kevin? Ja, wir sind gespannt. Leider können wir ja keinen Urlaub gewinnen. Nee, wir sind befangen. Wir könnten Weinrose ja beeinflussen, wo sie hinkacken sollen. Auf jeden Fall. So wie die das Spiel an alleine gewährt hat, nicht. Wilma spielt auch schon mit. Wir hatten so ein bisschen Bedenken, dass das Gras zu lang ist für die Kreidemaschine. Wie viele Meter machen wir gleich? Die haben die Jungs jetzt ist sie kaputt. Die Jungs geliehen bei unserem örtlichen Sportverein. Aber wenn wir jetzt gemäht hätten, hätte Weinrose nichts zu fressen gehabt morgen. Wäre auch irgendwie doof gewesen. Geht das da hin mit dem langen Gras? Ja, es ist hier schon sehr hoch gerade, um durchzukommen. Aber... Kevin, müssen wir den Trecker vorspannen. Ja. Er kommt nicht durch. Strich schon ein eigenes Feld. Was? Hätten wir die Felder doch größer machen sollen? Nee, ich glaube, das ist nicht. Aber das könnte man theoretisch auch gleich mal anschauen. Also, so, wie geht's weiter? Sieht nicht so aus. Jetzt müssen wir alle 2 Meter einmal einen Vollstock machen. Das ist besser, ne? Danke. Also Marco, wenn es irgendwann mal mit dem Radio vorbei ist, dann geht's auf den Fußballplatz. Hey, dieses Scheißding hier. Ja, wir warten eigentlich noch auf einen Ü-Wagen, der aus Kiel kommen sollte, der aber zwischen Tarp und Wanderup liegt mit einer Panne, wo die jetzt irgendwie versuchen, das Auto zum Laufen zu kriegen. Und dann werden wir hier gleich so ein mobiles Sendestudio auf dem Hofplatz haben. Bin gespannt, was das wird. Wild, einfach nur wild. Es nimmt Form an. Und beachte die stylischen, aber funktionsfähigen Gummistiefel.
Nicht freiwillig. Scheiße. Ja, ne? Kannst du das eigentlich auch einmal ordentlich? Das wäre echt professionell, ist das hier. Ich hab das so, damit ich das auch machen kann. Ja, mach das. Das macht ja, ja, klar. Nee, hä? Was denn? Ja, was denn? Ja, ein schön, schönes Bild. Das sind schon komische Leute, oder? Stadtmenschen halt, ne? Was sah der drauf? Okay, krass. Aber ich will wirklich, ich kann die Aktion erklären gerne am Anfang. Aber wir zeigen am Anfang auch schon das Feld, oder? Nimmst du das dann mit? Achso, ja, okay. Aber vielleicht tauscht ihr beiden, weil Martina ist kleiner und auch von dem. Ich stehe dann einfach. Außer ihr habt irgendwie verschiedene. Ja, ja, ja. Wurde mir zugetragen. Das war so jetzt gefragt. Vielleicht hätte ich da Lust drauf. Oh, mega. So, wir sind ready. Bist du auch ready? Ja. Okay, wir sind ready. Thomas Mess. Uns sind nicht berührt, ja. Hier schon. Noch nicht mal 10 Minuten da. Thomas, wir sind schon sehr lange wach, deswegen weiß ich, wie es ist, ey. Ja, nach Mühle kommt du. Nach Mühle kommt du. Nee, so ist das nämlich. Wind immer geil für die Füße. Okay, jetzt Sonne ist. Boah, perfekt. Wir stehen in der Sonne, wir stehen nicht im Wind. Das ist doch super geil. Wir sind hier endlich bei Thomas angekommen, bei der wichtigsten Aktion des Jahres hier bei Enjoy. Und zwar geht es hier um den wichtigsten Schiss für euch da draußen. Wir haben hier schon das Feld aufgeteilt in einzelne verschiedene Sektoren. Und morgen kommt dann eine Kuh drauf und die darf dann ein Geschäft erledigen. Und da, wo das Ding hinfällt, derjenige gewinnt oder diejenige. Thomas, bist du schon aufgesehen? Eigentlich. Okay, perfekt. Profi. Warum auch denn? Du machst es ja, nicht er. Achso. Ich habe ja keinen Job hier, Gott sei Dank. Der holt nur die Kuh raus. Oh, schön. Ja, nee, fantastisch. Aber hast du jetzt schon die Kuh auserwählt? Also gibt es die schon, weil du hast ja mehrere, nicht wahr? Ja, ja, wir haben eine Kuh ausgesucht. Die steht hier hinten im Gatter und wartet quasi auf ihren Einkauf. Wie heißt die? Weinrose. Jeder Jahrgang hat einen Anfangsbuchstaben und dann haben wir eine lange Liste, wo wir die aussuchen dürfen. Und ja, bei dir ist es dann eben auch Weinrose, der ist fast gefüllt. Zauberhaft. Müssen wir noch etwas Besonderes machen zu füttern, damit es auch klappt oder alles wie immer? Nee, am besten alles wie immer, aber wenn sie irgendwas Außergewöhnliches kriegt, dann kann das sein, dass sie eventuell auch über mehrere Felder macht. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Das erste, was halt getroffen ist. Schön, ey. Thomas, das ist ein Zauber. Vielen Dank, dass du hier seid. Sehr gerne. Ich mach nochmal den deutschen Daumen. Ja. Das Ende ist immer der Daumen. So, jetzt fährt hier gerade auch das letzte Fahrzeug vor. Ja, was auch immer das ist. Irgendwie NASA oder so. Das sieht aus, als ob der ein Raumschiff auf dem Dach hat. Holy. Wenn ihr mir ins Auto steckt, dann würde ich vorne, nicht hin. Ja, hier wird noch mal ein bisschen umrangiert. Morgen hinten parken, Kevin. Ich glaube, das macht Sinn. Wir gucken mal. Oh, Leute, ey. Was? Park hier vorne. Handbremse um die Kurve. Damit du dein Notrad verlierst. Aber nicht mal unser Mischwagen kriegt man beim Rückwärts fahren. Der ist schnellst abgeklemmt. Das dürfen die nicht, das ist öffentlicher Dienst quasi. Okay. Ich hätte so eine Schnellfunktion gebaut. Ja, ich glaube, viel mehr Autos stehen beim NDR direkt vor der Tür auch nicht rum als hier bei uns jetzt. Das ist fast alles aufgefahren, was hier ist, wa?
Ich gehe davon aus, ne? Ja, muss eigentlich. noch mehr Autos können die ja quasi gar nicht haben. High Society hier. Oh, geil. Unseren großen Träger haben wir in Szene gesetzt, weil der morgen auch noch einen kleinen Auftritt kriegt in der Show. Hoffentlich, vielleicht. Alle haben Bock. Richtig cool. So, es ist jetzt alles angerichtet. Die Techniker sind noch dabei, ein paar Kabel zu ziehen. Das Team von Enjoy ist zum Griechen gefahren. Da fahren wir jetzt auch gleich hin, allerdings zu einem anderen Griechen. Wir haben heute Abend nämlich Weihnachtsfeier 2023, weil ich es einfach nicht auf die Kette gekriegt habe, das vorher zu machen. Ja, aber hier läuft soweit alles. Da wird gerade noch eine Kamera aufgebaut und alles sowas, weil das Ganze dann auch live gestreamt wird, wenn die Kuh hier rumläuft. Jo. Und ab morgen früh, um 7, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt die Kuh dann aufs Feld. Und dann sind wir wieder live mit dabei. Es wird wild. Es wird einfach wild. Wir machen jetzt so schnell Ochslund und dann geht's zum Griechen heute Abend. Ja, und morgen in all der Frische und mit viel wilden Ideen geht das hier dann weiter. Bis denn. Es ist Freitag, der 27. September, 6.35 Uhr. Jetzt wird es kurz mal dunkel. Und wenn ihr schon immer mal hinter die Kulissen einer Radiosendung sehen wolltet, dann habt ihr jetzt die Chance dazu. Hier ist der Wagen für die Technik. Ich habe jetzt auch schon meine Stoppuhren hier auf und die aufgeschaltet. Gleich. Also wo ist A? Wir sind ja jetzt eh noch nicht da. Genau, aber ich schalte euch dann, sobald ich die dran habe, bei Ihnen gleich mit dran. Okay, super. Ich habe nur gerade gedacht, das ist ja gar nicht da, weißt du, mein Gott, das ist ja. Da ist unsere Koppel, unsere Weide, noch ohne Weinrose. Die steht da hinten und wartet auf ihren großen Auftritt. Kann man alles ein bisschen schlecht sehen. Und hier ist das Studio mit Martina und Greg. Hier ist was los. Ja, und hier ist quasi Kantine. Und das war's schon. Mehr braucht's für eine Radiosendung offensichtlich nicht. Zwei kleine Busse, ein Haufen leicht bekloppten Menschen und dann geht's los. Und eine Kuh. Ja, ich darf jetzt gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Und dann holen wir Weinrose ran und lassen sie das Gatter und hoffen, dass sie möglichst zügig ihren Haufen setzt, damit die Show hier nicht in Beziehung gehen muss. Also, ich melde mich gleich wieder. So, alle bereiten sich vor. Weinrose haben wir hier im Fangwagen stehen. Ich glaube, sie ist noch die entspannteste von allen. Marco, aufgeregt? Ja, mega. Ich hoffe, dass sie nicht gleich kackt, sondern dass es ein bisschen dauert und dass wir zumindest eine halbe Stunde haben. Ja, hoffentlich macht sie es spannend. Ich bin gespannt. Ganz kurz, wirklich nur Duftnummer rein. Ist das aufgedrückt oder? Ob Weinrose? Weinrose ist nicht aufgeregt. Nee? Weinrose ist Profi. Okay. Wir machen solche Aktionen ja quasi ständig hier. Na, Schätzelein? Moin! Moin! Moin, Leute! Die GoPro.
Weinrose frisst, als wenn es keinen Morgen gibt, ey. Das ist heftig. Aber gekackt hat sie noch nicht. Ihr fühlt die Dorfkind-Vibes, oder? Ja, ja, genau. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass es trocken bleibt, aber jetzt fängt es doch ganz ordentlich an zu schiffen. Wir haben jetzt alle irgendwie hier Schutz gesucht. Nur die arme Kuh steht draußen, aber stören tut sie es nicht. Weinrose steht und frisst und frisst und frisst. Und alle warten, dass sie kackt. Das ist schon irgendwie ein bisschen krank, ne? 10 Leute stehen hier rum und warten, dass eine Kuh anfängt zu scheißen. Der Schwanz geht hoch, alle sind aufgeregt. Nee, wir müssen das eh noch mal hier probieren. Ja, klar. Oder loopt schon was. Was echt? Ja. Weinrose macht's spannend. Ja, die täuscht ein bisschen an, ne? Oh, da hinten aber schon was. Nee. Nee, das gehört zu ihr. Nee, das gehört zu ihr. Das gehört zur Kuh. Das heißt, ne? Abbruch. Viel lässt sich hier nicht hetzen. Immer noch ganz entspannt. Ich glaub mit, oder? Okay. Na, ist schon ein bisschen erhöht, ne? Ja. Und wir sprechen jetzt mit Thomas. Du könntest halt mal die Kamera durchführen. Ja. Alles im Livestream. Work. Ja. Okay, der Schwanz ist wieder unten. Alle können sich entspannen. Thomas, ist das so, dass sie wirklich daneben? Weinrose ist jetzt seit fast einer Stunde auf der Fläche. Alle warten, dass der Haufen fällt. Es ist noch nichts passiert. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Hier hinten sind nämlich die Linien jetzt ein bisschen verwischt, weil Weinrose die Kreide mit aufgefressen hat. Wir füttern ja auch Futterkalk, also gefährlich für die Kuh ist es jetzt nicht. Überhaupt nicht. Man kann so ein bisschen sehen an der Nase. Weinrose sieht aus, als wenn sie gekokst hat. Nicht halten die Fahnen, nicht, dass unsere Kuh hier noch erschlagen wird von der Beachflag. Ja, weitermachen. Wir warten weiter. Und ich hoffe, dass ich die Kamera zur Hand habe, wenn es losgeht. Dass ich euch zeigen kann, wie aufgeregt wir alle reagieren in dem Moment, wo Weinrose den Haufen absetzt. Weinrose hat gepinkelt. Ist der Schwanz wieder unten? Oh oh. Ich glaube, die nimmt den Schwanz hoch, immer wenn sie aufgeregt ist, weil Arne kommt. Die hört den Futterwagen und in dem Moment geht der Stier hoch. Ja,
Oh oh. Ist das Schiebung, wenn sie jetzt anfängt zu kacken, weil du da stehst? Ja, klar. Nicht, dass wir nachher Ärger kriegen mit den NDR-Juristen, weil ihr da das Ergebnis beeinflusst habt oder so. Die Kuh wurde hingehalten an Feld. Was ist denn das hier? A, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, der Schwanz ist wieder unten. Wir warten einfach weiter. Ja, da kommt Arne. Und was macht Tima? Steht in der Ecke und guckt. Ich will Futter. Wieder nix. Ich hab gerade Tima gesagt, ne? Weinrose mein. Tima, das ist ja die bunte Dame, die neulich gekalbt hat auf der Koppel, ist ihre Mutter. Thomas, du bist ja hier stolzer Besitzer und kannst uns vielleicht verraten, weil ich stehe hier gerade mit einem Kaffee. Kann man das eventuell ein bisschen beschleunigen? Nee. Aber gibt es, ja, Kaffee ist natürlich jetzt so ein blöder Gag gewesen, aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das irgendwie zu beschleunigen? Also Stress ist sowas, wo die Kühler hier irgendwas anfangen, aber das könnte ich nicht, dass wir hier was antun, ansonsten fahren. Ganz viele von euch haben auch schon mal auf der LTR geschrieben, vielleicht kann die nicht, weil wir hier alle zukommen. Das ist möglich. Kannst du es ja leider nicht erzählen, aber sie ist halt echt tief. Sie steht auf der Wiese und frisst, also von daher glaube ich nicht, dass sie das jetzt stimmt, was sie da sind. Okay, das ist schon gut. Das ist gut. Guck mal, Thomas, ich habe noch eine Kackfrage an dich. Und zwar, du hast ja 1200 Kühe hier am Stand. Das ist ja ein riesen Gelände, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und Kühe machen ja so ungefähr 13 Mal am Tag, richtig? Über einen dicken Daumen gepeilt. Was machst du denn mit dem ganzen Schiss? Ein Teil der Scheiße haben wir in unsere Biogasanlage, da wird Strom und nachdem das da durch ist, verwenden wir den ganz normalen Aktionärsfelder. Also Kreislaufwirtschaft. Wow! Richtig gut. Mann, hier kann man doch richtig was lernen. Ich komme aus der Stadt, ey. Ich habe sowas ja alles noch nie gesehen. Und denke so, wow. Ich hab das Leben verstanden. Ich komme aus mit deinen Gummistiefeln und ihr könnt natürlich hier auch alles beobachten, das ganze Team hier vor Ort und natürlich vor allem Weinrose, wie sie ganz gemächlich über die Wiese gerade läuft, ein bisschen frisst zwischendurch. Guckt euch den Livestream gerne an bei uns in der Angel App oder auf Moin. Ja. Danke, Thomas. Schön. Danke, Thomas. Schön, oder? Da sind wir auch noch drauf. Mega. Moin. Moin. Wir haben einen Spezialauftrag. Und zwar ist ja der NDR-Enjoyer da. Und Thomas hat ja einen Kalb scheinbar nach Enjoy benannt. Das wussten wir tatsächlich bis gerade auch nicht. Und wir sollen das jetzt mal suchen, weil die von Enjoy natürlich das Kalb sehen wollen, was Enjoy heißt. Soll ein Jersey sein, hat er gesagt. Das grenzt es ja schon mal ein. Ja, hier schon mal. Hier ist ein Jersey. Nee, das ist kein Jersey. Das müssen wir jetzt erstmal suchen, die Lage checken und dann wollen die sich das nachher mal angucken. Oh, da ist Michi alias Erika. Ja, und hier ist Enjoy. Oh, und hier ist Enjoy. Ja, Enjoy sieht doch top aus. Ja. Ah, die kannst du auch einen Arm klemmen. Wollen die jetzt nach vorne hin? Weiß ich nicht. Mit dem Cutter stellen, oder? Ist das fit, oder? Ja. Kann ja auch mit auf die Wiese. Was? Kann ja auch mit auf die Wiese. Schon fit, ja. Ist das aber nicht das Kalb von... Ah ne, Weinrose hat ja doch kein Kalb.
Die steht ja noch in der Transit. Also jetzt nicht. Wie bitte? Hat die schon gekackt? Nein, die hat noch nicht gekackt. Oh Mann. 7 haben die angefangen, oder? Ja, glaube ich, ne? 7, ja. Ja, ja. Ja, 7 ist hier auf die Weide gekommen und bis 10 geht irgendwie die Morning Show. Genau. Mhm. Ja, wir melden uns später. Ich habe gerade überlegt, dass ich mich gar nicht traue, zum Frühstück zu gehen, weil wenn sie jetzt anfängt zu kacken und ich das nicht mitkriege, wäre natürlich ärgerlich, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Zeit haben wir. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach was essen. Weinrose chillt noch ein bisschen. Bekloppt, ey. Hier ist der Teufel los. Hier rennen überall Menschen rum und die Kuh liegt und pennt. Krasser Scheiß. Wir saßen jetzt gerade beim Frühstück und ich habe hier den Livestream, kann man das sehen. Und da habe ich gesehen, dass Weinrose aufgestanden ist. Und das ist ja ganz oft so, wenn so eine Kuh aufsteht, als erstes fängt sie mal an zu scheißen. Deswegen bin ich jetzt schnell mal vom Frühstückstisch aufgestanden und habe mich auf den Weg gemacht zur Koppel. Ja, falscher Alarm offensichtlich. Okay, jetzt fängt sie wieder an zu fressen. Dann wird der Schwanz wahrscheinlich jetzt gleich wieder runtergehen. Falscher Alarm. Du warst genau richtig da. Was sagst du? Du warst genau im richtigen Moment da. Ja, ich habe den Livestream in der Küche verfolgt beim Frühstück und habe gesehen, sie steht auf und dann. Ich habe meine Frau vom Stuhl geschubst, damit ich vorbeikomme und dann bin ich rausgerannt. Wie viel Aufregung kann eine Kuh verursachen? Ja, man wundert sich ja manchmal, ne? So, jetzt kann ich zumindest meine Schuhe erstmal zumachen und meine Mütze wiederholen. Die habe ich nämlich auch vergessen in der Eile. Jetzt ist es passiert. Sie hat geschissen. Und auf nur ein Feld. Wir brauchen es nicht auswiegen. Ich finde, wir sollten es trotzdem auswiegen. Peter, auf welches Feld hat sie jetzt gerade geschissen? F2. F2 hat gewonnen. F2 hat gewonnen. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz auf den Vornamen. Den kann ich dir bestimmt auch sagen. Warte. Nicht zu schneiden. Hier wird gar nichts geschnitten. Julius hat gewonnen. Julius hat gewonnen. Haben. Herzlichen Glückwunsch, Julius. Genau. Weinrose, unsere Glücksfee. Dankeschön. Lieb von dir. Na? Job erledigt. Als wenn sie es wüsste. Okay, dann kann ich jetzt gehen. Ich habe so viel Aufregung für einen Haufen Scheiße, wa? Ja, haben wir jetzt was gewonnen? Wir? Nein, Ruhm und Ehre, weißt du doch. Woo! Sehr sicher. Schade, wenn wir nichts abwiegen hier oder so. Mach doch mal. Ja. Wann macht ihr Alarm? Ist schon mitten rein, ne? Ja, also man macht hier ganz klar F2. Wir müssen zum Glück nicht abwiegen. Ihr hattet natürlich eine Waage dabei, ne? Nee. Aber meine hättet ihr nicht gekriegt. Ich habe gehofft, dass du dafür eine Lösung hast. Nee, aber das ist sehr, sehr eindeutig. So ein schöner Haufen. Hast
Gut gemacht. Das ist gutes Gras hier. Ja. Wir haben applaudiert, wir freuen uns sowas von. Wir kennen jetzt, zu wem dieses Feld gehört. Lass uns jetzt erstmal rausfinden, wo der schon gemacht. Ja, er versucht jetzt anzurufen. Ist die Frage, machen wir das von drin oder von draußen? Du kennst ja auch von draußen, oder? Draußen ist irgendwie schöner, ne? Ja. Wenn das funktioniert, also wenn das mit dem... Ja, doch. Mit dem passt ja alles. Dann machen wir das von draußen. Oh, schön. So aufregend, oder? Ja, für euch ja noch viel mehr als für mich, habe ich das Gefühl. Du hast dich wahrscheinlich noch nie über einen Kuhschiss gefreut, oder? Nicht so sehr wie über den jetzt gerade eben und über eure Freude. Ich freue mich dann ja mit. Wie heißt der Drücker? Wir haben uns sogar richtig in Ja, sehr geil. Ein Schiss, der in die Geschichte eingehen wird. Weil Martina. Ready? Ja, okay. Vielleicht spielst du noch einen Song? Also dann. Ich will noch einen Song spielen. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie die Start gerade ist, aber vielleicht, also wenn du einen Song spielst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du sie... Okay, cool. Alter, schon. Ja, das stimmt. Julius mit Nachnamen Drückhammer. Kommt der her, Julius? Ich weiß nicht. Danny, kannst du noch rausfinden, wo der herkommt? Das klingt auch noch. Marco, deine Gummistiefel lösen sich auf. So gut, dass wir gleich fertig sind. Aber sie haben gut durchgehalten. Welche Schuhgröße sind das? 43. Das sind 36 und 56 und alles. Variabel anzupassen. So, sollen wir alle jubeln jetzt gleich? Ja. So, also Intro, soll ich da reingehen, Martina? Und dann willst du dein Julius on the Rhine? Nee, das haben wir gar nicht kommuniziert. Ich habe nur ganz kurz gekriegt. Jetzt nicht da reinlaufen. Erleichtert, richtig erleichtert, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe. Ich habe auch gerade den Bauernhof gefunden. Zwischen den beiden Bären habe ich da gefunden. Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Wir sind alle aufgeregt. Das ganze Team steht hier da unten. So, Weinrose hat jetzt auf das Feld F2 gekannt. Und das gehört aus Braunschweig. Der sollte jetzt in der Leitung sein. Guten Morgen. Moin. Ja, er ist da. Julius, Glückwunsch. Yay. Oh, shit. Julius, wie fühlst du dich? Was geht gerade in dir vor? Ja? Kann ich verstehen. Hast du ein bisschen mal im Livestream heute Morgen reingeguckt oder bist du schon bei der Arbeit? Oh Mann, ey. Wir fehlen auch die Worte. Wir gehen dann nochmal, ne? Du hast jetzt einen Ferienhausurlaub an der Ostsee gewonnen mit Sarah für dich und deine Freundin. Und dann richtig entspannt mit Sarah und schlafen, was ihr wollt. Ja, wie hast du diesen Urlaub nochmal gewonnen, Julius? Ja, also da war eine Kugel auf dem Kopf gekackt und dann war das Mindset und perfekt. Ja, Julius, ey, das ist so besser kann ein Wochenende doch gar nicht starten, oder?
Sehr schön. Gut. Viel Spaß, schönen Urlaub schon mal. Und ja, wir melden uns weiterhin vom Bauernhof. Denn die Sendung, die geht ja noch ein bisschen bis 10. Mhm. Schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht den Plan wegmachen müssen. Eventuell, aber der ist wirklich sehr stabil. Julius. Sehr geil. Hast du das Mike nicht mehr gefunden? War ich mal auf dem Klo. War ich mal auf dem Klo. Ja, der Schuss ist gefallen, der Gewinner benachrichtigt. Jetzt können alle durchatmen. Jetzt gucken wir mal, was der Vormittag hier noch so mit uns bringt. Es ist jetzt 20 nach 9. Bis 10 geht hier die Sendung noch. Wir schauen mal, was wir hier jetzt noch mit dem Team von Enjoy erleben. Auf jeden Fall mega spannend. Aura und Lackierer. Während das Enjoy-Team jetzt langsam wieder alles einpackt, weil die Sendung ist ja eine halbe Stunde vorbei, wird hier aufgeräumt. Wird da hinten aufgebaut. Nächste Woche steht ja die große Revision unserer Biogasanlage an. Und da ist jetzt der Gerüstbauer zugange. Da wird ein Gerüst an die Biogasanlage getackert quasi. Der Lohnunternehmer ist da und soll den Fermenter leer fahren. Es wird also nicht langweilig, auch nächste Woche nicht. Ereignisreiche Tage, oder wie sagt man so schön? Action pur. Und nächste Woche ist der NDR dann wieder mit dabei. Da wird nämlich die Revision der Biogasanlage damit begleitet. Genau. Weinrose ist tiefenentspannt, wobei ich glaube, sie möchte jetzt eigentlich gerne rein. Sie spürt irgendwie, dass sie ihren Job erledigt hat und hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir jetzt den Tankwagen hinstellen und sie wieder in den Stall bringen. Genug Aufregung für heute, sagt sie. So, jetzt dürfen wir noch mal ins Technikauto reingucken. Das ist eigentlich noch spannender. Dürfen wir mal gucken? Hallo? Hallo, Manja. Hallo. 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 Das ist schon heftig. Lindewitz. Und der Hof heißt Baslund, Hof Baslund. Okay, dann sag ich einfach Lindewitz. Lindewitz reicht Schleswig-Holstein, ne? SH. Und der Gewinner ist Julius aus Braunschweig. Aus Braunschweig. Okay, ich hoffe, wir können das jetzt ein bisschen freestylen, aber... Ja, ja, doch. Freestylen. So. Viele okay, Knöpfe. Ich glaube, aber wir benutzen nicht alle heute. Tatsächlich nur ganz paar. So darüber gefreut, dass eine Kuh kackt. Und Robert, aha. Ihr konntet euch die letzten Wochen ein Stück Wiese auf unserer Enjoy-Weide sichern und heute war das große Finale. Martina und Greg aus eurer Enjoy-Morning-Show. Die waren den ganzen Morgen auf einem Bauernhof in Lindewitt in Schleswig-Holstein, haben da unsere Enjoy-Kuh auf die Weide gestellt und sie hat auf eines eurer Felder gekackt. Guten Morgen, ihr beiden! Guten Morgen, Anja! Hi! Oh, nee, sorry nochmal. Hallo, ihr beiden! Hallo, moin! Hallöchen. Oh, wie schön, dass ihr immer noch vor Ort seid. So krass. Wer hat denn jetzt gewonnen? Auf welches Feld hat die Kuh gemacht? Sag nochmal. Julius aus Braunschweig. Es war F2 komplett versenkt. Also es war einfach richtig toll. Es war so spannend, weil wir haben natürlich die ganze Zeit mitgefiebert und immer wieder hat sich so ein bisschen der Schwanz vom Bild wegbewegt und das ist ja mal so ein kleiner Indikator. Aber dann hat sie wie beim Hund. Ja, war meine Enttäuschung. Das war meine Enttäuschung, dass sie nur gepinkelt hat. Und ich habe das den ganzen Morgen live mitverfolgt in dem Livestream, der auf enjoy.de war und habe dann auch gesehen und gedacht, als sie sich hingelegt hat, so, oh, das sind ja Wiederkäuer, das kann jetzt auch ein bisschen dauern, bis sie wieder hochkommt. Aber sie hat es noch pünktlich geschafft, noch in eurer Sendung vor 10 Uhr und jetzt ist das Ferienhaus raus, es geht an Julius aus Braunschweig. Wir hören auch mal rein, wie er sich heute Morgen gefreut hat. Aha, so, schön. Okay, ihr beiden. Und ihr kommt jetzt zurück oder was? Bleibt da noch ein bisschen? Ich glaube, wir chillen hier noch einen Augenblick, trinken noch ein Käffchen aus der sogenannten Kuhtasse und dann werden wir in Richtung Wochenende starten, oder? Ich denke mal auch. bevor ihr wieder ins Enjoy-Studio kommt, bitte. Das Niveau hier heute So ein kleines Feedback an uns, die letzten vier Stunden, wie war das so für dich? Mega witzig. Oh, du bist so lieb. Das war so zauberhaft. Du hast so tolle Kolleginnen und Kollegen am Start. Und ihr seid ja wirklich sehr, sehr zuckersüß und deswegen haben wir dir so ein bisschen was mitgemacht. Ein paar kleine Geschenke und zwar einmal, Martina, was macht man Kaffeemischung?
Und dann haben wir natürlich haben wir noch den ultimativen, streng limitierten Enjoy Cup mitgebracht. Der 1 Liter Thermobecher mit Henkel, mit Style und Sexiness pur. Passt perfekt zu dir, Thomas. So, und on top kriegst du noch Enjoy-Socken, du kriegst noch einen Schlüsselanhänger und wir haben im Auto sogar auch noch Handtuch und. Also ganz großes Dankeschön an dich, an dein Team, an den Hof, dass wir heute so einfallen durften und hier unsere absurde Aktion machen dürfen. Ganz viel Liebe natürlich an die Mannschaft. Ihr seid ja einfach tolle Menschen. Und es macht so Spaß hier. Wir kommen gerne wieder, wenn das denn okay ist. Ja, sehr, sehr gerne. Jederzeit. Sehr schön, dann freuen wir uns auf euch. Wünschen natürlich ein schönes Wochenende und viel Spaß jetzt am 10. Mai. Ja. Geil, stark, einfach stark. Danke, Daddy. Vielen Dank, mein Lieber. Das war ja wirklich richtig, richtig geil. So, so entspannt und schön. Ach Mann, tolle Kuh, tolle Menschen, tolle Wilma. Ihr müsst ja einfach wiederkommen, müsst ihr dann sehen, ob es den Hamburg hat. Ja, absolut, das müssen wir begleiten. Das nehmen wir jetzt ab, ne? Das müssen wir uns eigentlich. Wir haben noch ein paar mehr Sachen für dich, die kannst du alle haben. Genau, die kriegst du gleich. Cool. Da drin. Allerdings musst du die Socken wahrscheinlich verschenken, weil da noch. Achso, dann gibt es das für den Sohn. Aber ich habe gesehen, mein Junior ist 12 und hat 46. Ja, ja, nein. Du bist aber auch wirklich. Der arme Junge. Ach, komm, mal. Machen wir was wir jetzt. Pack ich das hier noch herauf? Ja, genau. Das könnte ich auch schon. Kann ich dir das noch geben? Ja, das kriegen wir noch irgendwie hin. Dreckige mein Auto packen. Ja, genau. Auf dem Flur. Das Handtuch ist ja gut für ein 844, wenn der Sitz wieder nass ist. Nix, das kommt rein. Meins. Meins. Und noch eine Tüte voller Glück. Das hat auch da. Also kannst du das hier schon mal das habt und dass das wieder kommt. Okay. Kannst du einmal rein. Du bist jetzt erstmal entlassen. Gut. Danke, Thomas. Vielen Dank erstmal. Aber wir wollen. Ja, kurz gekackt. Okay. Sag Bescheid. Und läuft schon. Warte. Noch nicht ready, der Junge. 1, 2, 3. Gut. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns so freuen. Aber ja! Nochmal. Klopfte zurück. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns sogar in Kuhfladen freuen. Aber ja! Ja! Sie hat gekackt! Unfassbar! Weinrose, guck sie dir an. Guck dir mal diesen Arsch an. Das ist ja nur perfekt. Wunderschön. Glückwunsch an Julius aus Braunschweig. Hier gehört sein Ferienhausurlaub. Wir haben ja aus aktuellem Anlass ein Kalb, das heißt Enjoy. Und das habe ich Greg jetzt gerade mal gezeigt. Ja, das ist Wahnsinn. Ey, hör auf. Das ist ja so süß. Aber guck mal, die sind jetzt schon viel, viel größer. Wie alt sind die jetzt? So 2-3 Monate? Na, guck mal, da steht ja 19.8. Ah, okay. Also, jetzt also ja, 4 Wochen. 5 ja, Wochen. 5 Wochen. 5 Wochen, ja. Genau. Und das sind jetzt Kreuzungen, das sind also Mastrinder quasi. Ja. Das stimmt, die sehen auf jeden Fall anders aus als die. Ja, genau. Also, findest du die noch süß oder bist du so abgestumpft, dass du sagst, nee, auf gar keinen Fall? Jedes Kalb ist süß. Und nee, aber echt ohne Quatsch. Und jede Geburt, die wir erleben dürfen, ist ein Ereignis. Aber du hast ja gesagt, ihr hattet heute Morgen schon alleine 3. Du bist ja dann wirklich nicht immer dabei. So nein, die meisten Kälber werden tatsächlich alleine geboren. Aber es ist trotzdem immer wieder ein Erlebnis. Achso, dabei. Du kommst dann da hin und siehst. Ja, Kalb da. Genau. Also wir wissen ungefähr, wann die Kuh kalbt. Dann kommt sie in eine Strohbox, hat da ihre Ruhe. Achso, du musst jetzt nicht irgendwie einen Veterinär anrufen. Nee. Heißt doch so dann. Ja, ne? Genau. Okay, Tierarzt, dass er sich darum kümmert, sondern wenn er ständig die Tierärzte hier, genau. Das wäre auch crazy. Ja, nein, das meiste passiert tatsächlich alleine. Crazy. Schön, ja. Wir werfen jetzt einfach noch mal einen Blick in das mobile Studio rein. Jetzt ist ja keiner drin. Kann man hier auch mal um die Ecke duschen. So sieht es hier aus. Computer, Stühle, gar nicht so viel dran. Die meiste Technik ist in dem anderen Wagen. Vielen Dank für alles. Achso, bist du gerade Video machen? Alles gut, sehr gerne. War super und bis zum nächsten Mal. Wir kommen wieder. Jetzt gibt es auch das Enjoy Kalb. Ja, richtig, ihr müsst wiederkommen. Wir kommen wieder. Auf sehr gerne. Schönes Wochenende. Also tatsächlich ist es so gewesen, wenn Weinrose jetzt nicht geschissen hätte, dann wäre die Morningshow länger gewesen. Also es gab die Option auf Verlängerung, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um, keine Ahnung wie lange. Und dann hätten wir hier halt gewartet. Im Zweifel auch
stundenlang. Aber jetzt sind auch alle froh, dass das alles just in time geklappt hat. Der Sendeplan von Enjoy wurde nicht durcheinander gewürfelt, weil sie nicht will oder kann oder was auch immer. Alles wird zusammengeräumt. Hier ist jetzt Schluss. Und für uns geht dann gleich der normale Wahnsinn weiter. Dann ist wieder Alltag, wie man so schön sagt. So, Weinrose ist wieder im Stall. Fand sie auch irgendwie ganz geil, ohne die ganze Aufregung. Männer, euer Fazit? Boah, nochmal ein witziger Vormittag. Aber braucht man auch nicht jeden Tag, ne? Nö. Viele komische Menschen. Komische Menschen, sagst du? Aber waren alle nett. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Wir sind ja am, beziehungsweise die Firma Norstec, wo ist denn der Fermenter, ist am Einrüsten, am Vorbereiten für die große Behälter, die große Biogasrevision nächste Woche. Da geht Kevin gleich mal hin und kann man mit euch eine Roomtour am Gerüst machen. Roomtour? Das haben nämlich die, oben nicht längst. Die beiden nee, das ist nicht abgenommen, das polnischen Landsleute haben da gerade Gerüst gebaut. Das kann Kevin gleich einmal zeigen, wie da jetzt vorgearbeitet wird, damit wir da Montag richtig durchstarten können. Moin! Ja, das ist wackelig. Wir sind oben auf der Biogasanlage. Sicher hier das Ganze. Heidemeier. Ja, und nächste Woche ist ja hier Großbaustelle. Und Piatek und Piatek haben hier Gerüstmund hier. Und wir gucken jetzt mal, wie es denn nach Gas gerade geht. Ich dachte jetzt was. Ja. Thomas sagt, wir sollten eine Roomtour machen. Nein. Ja, die Bretter überall ordentlich hingelegt. Aber jetzt kann man gut den Klemmschlauch machen, wenn er mal rauskommt noch. Ja. Das ist aber warme Luft. Hui. Was will denn dieser John Deere hier? Will ich nicht. Ach, ob ich Kalkstreuer holen soll? Boah, Junge, da hätte er aber noch ein Brett mehr hinlegen können hier. Mann, quietschige Dose, Alter. Kotflügel gibt's da auch nicht mehr dran. Wir werden es leider mal. Ja, das ist das super Gerüst. Das Roomtour haben wir gemacht. Montag startet das Ganze. Also Montag kommt das Dach runter und dann gucken wir mal weiter. So, ich glaube, ab jetzt ist auch, glaube ich, Feierabend für heute. Also noch nicht ganz, aber nachher. Aber zumindest für die Kamera. Es ist immer noch Freitag, der 27. September und wir machen jetzt mal wieder unsere Felder-Rundtour. Letzte Woche habe ich ja gesagt, Silo gefahren, Felder-Inventar liegt auf dem Haufen, deswegen haben wir da nichts gemacht, aber heute bin ich mal wieder mit euch los. Hinter mir auf dieser Seite seht ihr eine Fläche, die erste Fläche, auf der wir angefangen haben, Maisbohne zu ernten. Da haben wir jetzt eine Zwischenfrucht angesät. Haben die Fläche einmal mit der Scheibenegge bearbeitet und dann ausgesät. Ja. Sieht zwar schier aus, aber an Pflanzen ist hier jetzt noch nichts zu sehen auf dem Stück. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Auf der anderen Seite steht Mais mit Bohne noch. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das ein Fehler war. Wir haben es sehr, sehr windig. Auch hier sind immer noch keine Bohnen dran, aber der geht jetzt richtig in die Knie. Also der fängt jetzt an, die Bohnen blühen, der wird jetzt demnächst Früchte ansetzen. Aber hier könnt ihr sehen, wie der runtergegangen ist. Nicht so richtig geil. Der sah, als wir das andere Feld beerntet haben, noch deutlich besser aus. Jetzt ist die Frage, was macht man alternativ? Nächstes Jahr dürften wir ja noch Mais mit Bohne anbauen. Wir machen das ja,
um den Fruchtwechsel, den vorgeschriebenen Fruchtwechsel der EU zu erfüllen. Also Maismischkultur zählt als eigene Frucht. Das heißt, ich darf Mais, Maismischkultur, Mais anbauen. Dann muss ich was anderes anbauen. Also dann muss ich mit Getreide da rein. Und ja, das ist nächstes Jahr noch erlaubt in dieser Art und Weise, fällt dann aber weg. Ich muss ja aber irgendwas haben, was als Futter für meine Tiere dienen kann. Das nützt ja nichts. Ich baue hier einen Roggen an, da habe ich ja nichts von. Da kriege ich ja meine Kühe nicht mit satt. Deswegen hatten wir jetzt schon überlegt, eventuell Gerste anzubauen. Wintergerste, GPS machen, Sommergerste, nochmal GPS machen. Dann komme ich vielleicht vom Ertrag fast daran, wo ich mit Mais bin. Habe dann allerdings zweimal im Jahr geerntet, aber gut. Gibt Schlimmeres, als zweimal im Jahr ernten, ne? Aber dann wäre ich zumindest dieses Mais-Bohnen-Gemenge los. Weil so wie das hier jetzt gelaufen ist, ganz ehrlich, das schockt überhaupt nicht. Vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge, was man machen kann statt Mais-Mischkultur. Das kommt ja auf alle Landwirte in Deutschland zu, ab übernächstem Jahr, dass wir uns da was überlegen müssen, weil diese Art und Weise der Fruchtfolge dann ja wegfällt. Einige sagen ja auch, ist ja auch richtig so, weil was ist das denn für eine Fruchtfolge? Aber es hat uns zumindest ermöglicht, unsere Kühe irgendwie satt zu kriegen, ohne dass wir auf Mais, was nun mal hier auf unseren Böden und unter unseren klimatischen Bedingungen wirklich die geilste Frucht ist überhaupt, ohne dass wir auf den verzichten mussten. Wir werden das hier weiter beobachten. Der Mais an sich, wir können hier ja auch schon mal einen Kolben rausnehmen. Das wollte ich eigentlich gleich erst auf einer anderen Fläche machen, aber wir können das ja einfach mal machen. Der ist zwar extrem spät gesät hier, aber wir holen uns hier einfach mal einen raus. Hier, das, ja, der ist auch schön. Den nehmen wir mal raus. Na, jetzt muss ich hier mal kurz mich sortieren. Einige fragen ja auch immer, warum baut ihr den Mais denn nur als Viehfutter an? Den können Menschen ja auch essen. Ja, aber nicht den hier. Also das ist Mais, der als Viehfutter ist und der gedroschen wird, der für den menschlichen Verzehr ist, der wächst hier nicht. Dafür ist es hier bei uns nicht warm und sonnig genug. Ja, ihr seht hier, der ist nicht voll geworden. Hängt auch damit zusammen, dass die Nährstoffe ja so stark ausgewaschen worden sind durch den ganzen Regen dieses Jahr. Und wenn wir hier jetzt auf die Körner drücken, dann ist das schon noch, oh, obwohl, nee, der spritzt jetzt doch noch. Ich breche ihn einmal durch, dann kann man das besser sehen. So, wenn ich jetzt hier das Korn habe und drauf drücke, das spritzt noch arg, ne? Also da ist noch nichts zu holen hier bei dem. Der braucht, ähnlich wie der andere Mais, den wir noch stehen haben, denke ich jedenfalls, da fahren wir jetzt aber gleich hin, noch bestimmt 10 Tage. Nach dem ganzen Regen, den wir jetzt gehabt haben, oh, ich habe gesagt, die Linse habe ich voll gespritzt mit Maissaft. Naja, genau, da werden wir gleich nochmal hinfahren, aber auch nach dem ganzen Regen, den wir gehabt haben, vor 10 Tage, denke ich mal, brauchen wir sowieso nicht auf den Acker fahren, weil es schon wieder so nass ist, dass wir da gar nichts holen können. Ja, wir fahren mal weiter. Dann kommen wir zu unseren Sonnenblumen. Ja. Sieht auf jeden Fall anders aus, ne? Auch hier macht denen das Gewicht langsam zu schaffen. Die haben ja jetzt ausgeblüht. Damit ist, glaube ich, die meiste Kraft auch aus den Pflanzen raus. Und jetzt hängen sie halt. Ich habe Videos gesehen, wo sie die dann abhacken und so draufstecken, damit die austrocknen sollen. Ich glaube, das hat auch irgendjemand von euch mal in den Kommentaren geschrieben. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das hier bewerkstelligen soll in so einem Bestand. Unmöglich. Geht nicht. Wir beobachten das weiter. Wir haben ja immer noch die Alternative, das Zeug einfach mit in die Maissilage zu fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sonnenblumenkerne, wenn die einmal durch den Maishäcksler sind, vielleicht auch als Kuhfutter gar nicht so ganz schlecht sind. Aber das werden wir beobachten. Ob die Möglichkeit besteht, im Grunde in dem Moment, wo wir am Maishäckseln sind, dass das hier noch reif wird und normal gedroschen werden kann, um dann Vogelfutter zu werden. Oder ob wir dann sagen, nee, komm, weg in die Maissilage und gut ist. Es sieht auf jeden Fall speziell aus. Wir haben hier auch einige, warte mal, ich gehe hier mal ein bisschen rein, ob man das sehen kann. Ja, genau, hier kann man jetzt sehen, das ist die, so sieht es dann aus. Hier fallen die vertrockneten Blütenreste raus und was man hier hinter sieht, das sind die Sonnenblumenkerne jetzt. Also die könnte man jetzt quasi da rauspulen und dann trocknen und dann wäre es fertig. Aber das ist halt bei noch lange nicht allen so. Hier könnt ihr sehen, da sind die noch drinnen, die fallen jetzt auch ab.
Also es bedarf jedenfalls noch etwas Reifezeit hier, damit man hier irgendwie absehen kann, ob das noch was werden kann oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich kriege auch keine Frage so oft in den Kommentaren wie hier zu den Sonnenblumen. Ihr kennt das Spiel ja schon, auf der anderen Straßenseite haben wir einen Maisbestand, den gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal an, damit wir da ein etwas umfassenderes Bild auch über den Abreifegrad des Maises kriegen. Ja, hier jetzt. Das ist leider dann wieder Standard, ne? Nach dem ganzen Regen. Ist schon wieder echt nass hier. Oh, ätzend. So, wir gehen mal ein Stück rein. Und holen uns hier mal einen Kolben. Der sieht gut aus. Das ist ein schöner hier. Muss ich euch wieder hier irgendwie einklemmen. Füllung würde ich sagen, ist für dieses Jahr auf jeden Fall in Ordnung bei dem. Also Füllung heißt, das hier oben, der ist ja doch bis fast oben hin voll. Und die Körner sehen auch schon echt gelb aus, ne? Also den drücke ich nicht mehr. Krass. Das ist heftig. Da hätte ich so nicht mit gerechnet. Naja. Dann werden wir ziemlich zu Beginn des nächsten Videos mal eine ordentliche Reifebestimmung machen. Dazu müssten wir nämlich dann auch die Pflanze mal genauer betrachten, wie viel Feuchtigkeit da noch drin sitzt. Und das ist jetzt nach dem ganzen Regen tatsächlich ein bisschen schwierig. Außerdem brauche ich dann ein vernünftiges Messer für und ein bisschen Zeit. Und am besten auch jemanden, der mir dabei hilft. Und dann gucken wir uns das an. Das seht ihr dann aber im nächsten Vlog. So, und jetzt fahren wir nochmal in die Zwischenfrucht. Wir haben ja nicht nur Zwischenfrucht gesät, wir haben ja auch noch Gras gesät jetzt auf einigen Flächen, die wir beerntet haben. Unter anderem eine Fläche, auf der wir GPS gemacht hatten. Da hat das jetzt letzte Woche gepasst, dass wir da drauf konnten, um da Gras anzusehen. So sieht es hier jetzt aus. Also das Gras kommt, kann man hier sehen. Es wird grün, steht auch schön in Reihe. Aber es schwimmt, ne? Also da unten in den Senken, da säuft uns jetzt das gute, teure Saatgut, die gute Kleegrasmischung, säuft uns da jetzt ab. Das ist ja leider so, ich sag mal, fast schon der Standard dieses Jahr. Hier werden wir so vorgehen, dass wir an der Seite den Knick runternehmen. Da müssen wir den Graben sauber machen. Der Graben, der da unten da auf quer läuft, ist ein Verbandsgraben. Die sind aber immer noch nicht ausgemäht. Keine Ahnung warum. Das ist an mehreren Stellen echt ein Problem dieses Jahr, dass da einfach nicht, die kommen nicht ran oder haben keine Zeit. Ich habe keine Ahnung. Es ist Katastrophe. Jetzt fangen die Herbststürme und der Herbstregen an, den wir ja gefühlt das ganze Jahr durch schon haben. Und das Wasser kann nicht weg. Aber gut, wir müssen sehen, dass wir uns da irgendwie mit arrangieren. Und im Zweifel bezahle ich den Bagger und schicke ihn da rein. Wir haben hier letzte Woche mal ein bisschen geforscht. Auf der anderen Seite von diesem Wald habe ich auch noch eine Fläche, wo wir das Wasser auch nicht loswerden. Da ist eine Rohrleitung oder ein kleiner Graben, der aber durch die Landbewirtschafter gepflegt und gewartet werden soll. Da muss ich mit dem Flächennachbarn mich nochmal austauschen. Und dann müssen wir von da das Wasser durch den Wald, durch eine Rohrleitung in diesen offenen Graben einleiten. Und da werden wir wohl mal nächste Woche uns dran machen, zu gucken, ob das funktionieren kann, damit wir da das Wasser dann auch entsprechend wegkriegen. Ja, müssen wir sehen, wie sich das hier entwickelt. Das ist total ärgerlich. Im schlimmsten Fall müssen wir da unten die ganze Ecke nochmal sehen, aber kann es halt nicht ändern. Hier haben wir die Zwischenfrucht, unsere vielfältige Mischung mit den 27 Arten. Unsere Farm-to-Farm-Mischung. Und das sieht richtig gut aus. Die hätte gerne noch ein bisschen weiter sein können. Aber aufgrund der Witterung und der späten Aussaat, glaube ich,
sollen wir hier ganz zufrieden sein. Ich hoffe, die entwickelt sich entsprechend auch noch ein bisschen weiter, trotz der niedrigen Temperaturen. Für nächste Woche sind um die 10 Grad gemeldet, nachts 1. Das wird dann schon, glaube ich, ganz schön knifflig. Und ich hoffe, dass es hier dann irgendwann auch nochmal anfängt zu blühen, weil ich eigentlich immer unsere Zwischenfrüchte hier nutze, um meiner Mutter einen frischen Blumenstrauß zum Geburtstag zu überreichen. Und der ist am 4. November. Das ist eigentlich ganz geil, wenn du am 4. November noch mit frischen Blumen zum Geburtstag ankommen kannst. Aber unsere Zwischenfruchtmischung macht es eigentlich möglich. Das habe ich bis jetzt eigentlich, seit wir diese Mischung ansetzen, immer hingekriegt, da irgendwas zu finden, was noch blüht. Ihr könnt hier im Bestand sehen, wie oder was da alles so kommt. Ich kann es euch leider ehrlich gesagt nicht alles benennen, was hier so rum ist. Aber man kann zumindest erkennen, wie vielfältig ist. Ne? Also es ist schon ziemlich heftig, was da so alles wächst. Ja, von daher glaube ich, bin ich durch für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Abo da und trickst auch gerne mal den Algorithmus aus, indem ihr einfach nur einen Kommentar schreibt, wie geil ihr das Video fandet. Wir wollen ja möglichst zügig die 20.000 Abonnenten schaffen, damit wir ein kleines Partyvideo für euch machen können, wo wir das dann feiern, dass wir 20.000 Abonnenten geschafft haben. Und das ja, ja, möglichst bald, ne? Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut durch die Woche. Wenn ihr mögt, sehen wir uns am Mittwoch zum Livestream. Und ansonsten nächsten Sonntag ab 18 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle, hier mit dem nächsten Vlog. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dann Nummer 40. Also ein Jubiläumsvlog. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.